Also Jungs, zu gewinnen, das ist alleine Einstellungssache, ja? Eine Einstellung, die nur sehr wenige Leute haben. Gewinnen hat nichts mit Talent zu tun. Gewinnen hat einzig und allein was mit Anstrengung zu tun, okay? Anstrengung, ja? Weil Anstrengung bringt dir den Sieg, wenn das Talent schlafen geht. Anstrengung bringt dich ins Ziel, ja? Wenn die alle anderen erwarten, dass du aufgibst. Und Anstrengung bringt dich wieder auf die Beine, wenn der Gegner dich K.O. schlägt. Ja? Gewinnen ist harte Arbeit. Und es gibt nur einen Moment, in dem ihr zeigen könnt, ob ihr Gewinner seid oder nicht. Ja, das ist ein Moment, wo jeder von euch eine bestimmte Sache sagt. Ja? Und diese Sache ist, nein, nie wieder werde ich aufgeben. Nie wieder gebe ich mich mit etwas Geringerem zufrieden als dem ersten Platz. Ja? Gewinnen ist alleine Einstellungssache. Eine Einstellung, die nur wenige und außergewöhnliche Menschen entwickeln. Und meine Frage ist, seid ihr außergewöhnlich? Bist du ihr außergewöhnlich? Denn wenn ihr es seid, dann arbeitet ihr härter als die Gegner. Denn wenn ihr härter arbeitet, dann gewinnt ihr auch jedes Spiel. Das ist so. Und wenn wir jetzt da rausgehen, was brauchen wir dafür? Sagt es mir, was brauchen wir dafür? Wille. Wille, ja. Wir brauchen die Hingabe, die Leidenschaft, die Disziplin, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde besser sein zu wollen. Wenn wir da rausgehen, dann machen wir einen Sprint mehr, einen Schritt mehr, spielen eine Minute länger. Denn nur so werden Siege gemacht und so werden Sieger geboren. Die Meisterschaft wird nicht am letzten Spieltag vergeben. Nein, es wird dann vergeben in den 100 Trainingseinheiten davor. In den Trainingseinheiten am Morgen, wenn alle anderen schlafen gehen oder noch schlafen. In den Trainingseinheiten am Abend, wenn alle anderen feiern, da werden Siege entschieden. Deswegen frage ich euch, was werdet ihr jetzt tun, wenn ihr da rausgeht? Gewinnen. Gewinnen. Wird jeder Einzelne von euch alles geben? Wird jeder Einzelne von euch über seine Grenzen gehen? Jeden einzelnen Moment, jede einzelne Sekunde. Denn die Siege passieren nur dann, wenn euer Innerliches es satt hat zu verlieren, wenn euer Verlangen größer ist zu gewinnen, als die Angst zu versagen, wenn euer Feuer in euch drinnen heller und stärker brennt, wenn euer Herz sagt, nein, nie wieder gebe ich mich mit dem zweiten Platz zufrieden. Wir verdienen den ersten Platz. Uns gehört der erste Platz und wir nehmen uns, was uns gehört. Und wenn wir jetzt da rausgehen, was machen wir dann? Steht bitte auf. Komm, wir nehmen uns in die Arme. Komm, alle zusammen. Wenn wir da jetzt rausgehen, dann geht ihr auf den Platz und macht ihnen schon klar, wer hier das Sagen hat. Ihr schaut jedem Einzelnen in die Augen. Schaut mir in die Augen, jeder Einzelne. Ihr schaut sie an. Und zeigt ihnen, dass sie keine Chance haben. Ja? Dann werdet ihr sehen, dass ihre Augen zittern, weil sie wissen, dass sie nicht für uns bereit sind. Und wenn ihr jetzt da rausgeht, kämpfen wir um jeden Millimeter. Um jeden einzelnen Zentimeter da draußen und gewinnen, koste es, was es wolle. Es gibt für uns nur ein Wort. Was werden wir? Gewinnen! Wir gewinnen! Wir gewinnen!